Ja, liebe Battle the Beach-Freunde, wir, das Team von Battle the Beach, der Basti, stehen jetzt gerade hier in Warnemünde, wie immer bei bestem Regenwetter, wie soll es auch anders sein. Und wir müssen euch leider mitteilen, dass wir alles probiert haben, um dieses Jahr das Battle am Strand irgendwie durchzuführen. Dennoch sind auch wir an den Gegebenheiten leider gebunden und müssen hiermit offiziell absagen. Es tut uns persönlich sehr leid, zumal wir jetzt im dritten Jahr Battle the Beach gewesen wären, insgesamt sogar das siebte Jahr mit Battle of Rostock. Aber leider können wir das nun mal nicht umsetzen. Wir haben selber ganz den Bock drauf gehabt. Das heben wir auf für 2021 und ich möchte mich nochmal wirklich vom Herzen an das gesamte Team bedanken, das Team Sturmflut, welches uns die letzten Jahre so stark dabei unterstützt hat, das Battle so groß zu machen, wie es jetzt wirklich ist, und dafür nochmal ja, vielen, vielen Dank. Ja, wir danken natürlich auch allen Sponsoren und anderen Unterstützern, insbesondere Eleiko, Ralf und Franz. Wir hatten für dieses Jahr wieder mal große Pläne, auch alle anderen, die schon mit an Bord waren, recht herzlichen Dank, dass ihr es mit uns versuchen wolltet. Wir sehen und hören uns dann hoffentlich Ende des Jahres, um für 2021 zu planen, und ja, schauen dann einfach mal, was wir bis dahin hinkriegen. Genau, und zum Schluss haben wir uns noch was einfallen lassen, damit ihr sozusagen in diesem Jahr nicht alle komplett leer ausgeht und ihr weiterhin im Training bleibt für das Battle. Dazu wird es im Juni etwas mehr Informationen geben, dass ihr da auch da mehr Details erhaltet und dass da sozusagen ein bisschen noch Battle the Beach 2020 stattfindet und nicht komplett weg ist. Und da haben wir uns was Kleines einfallen lassen. Und dann wird es auch eine kleine Belohnung dafür geben. Und deswegen sagen wir eigentlich soweit jetzt, bye-bye 2020 und welcome 2021. Macht's gut. Haut rein. Bis nächstes Jahr.